Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS22 im LS22 True Farming 2 Projekt. Hier beim Landhandel. Und der Side-Story-Kanal. Und der Side-Story-Kanal. Schaut da auch gerne mal vorbei. Guten Tag, Sie sind aber nicht Herr Dörrmann. Habe ich ein bisschen anders in Erinnerung. Nee, ich bin der Kurt. Kurt. Hätte man nicht das Vergnügen. Ich habe es ja vorbeifahren sehen mit so einem BMW, der nach Pommesbude stand. Ja, genau. Mein BMW mit Frittenfett. Ach Gott. Oh je. Yeah. Das heißt, Sie sind auch Landwirt an. Hier, oder? Bitte? Sind Sie auch Landwirt hier? Ja, ich will mal werden. Ich arbeite gerade hier beim Lindinghof. Ja, ich bin auch recht neu, deswegen ich weiß noch gar nicht. Ich muss noch ein bisschen Geld verdienen. Und Ihre Planung für hier auch was ganz Neues, oder? Ich mache Bio. Bio? Alles Bio. Oh, da hätte ich mal eine ganz bescheidene Frage. Ich besitze so ein paar Felder, so 3, 4. Ich bin auch ganz neu und das noch Brachland. Und da ist meines Wissens noch nichts behandelt worden. Hätten Sie Interesse, demnächst vielleicht die Ernte, wenn sie dann fertig ist, so ansteht, mir die Klamotten abzukaufen? Weil ich könnte es dann noch als Bio ausweisen. Ich würde das Bauamt noch mal beauftragen, Bodenproben zu nehmen. Ja. Aber laut meines Standes ist weder Herbizide noch Kunstdünger gestreut worden. Also müsste es eigentlich Bio sein. Oh, das hört sich ja super an. Klar, würde ich also machen. Also sobald Sie dann Ihren weiter sind und was, also sobald die Ernte reif ist, dann würde ich mich mal bei Ihnen melden. Sie können mir Ihre Karte mal geben, gehe ich mir meine mal. Ja, genau, hier tauschen wir nochmal aus. Okay. Dann können Sie mich einmal anrufen, ich rufe Sie dann an, wenn die Ernte fertig ist und dann können wir drüber sprechen. Weil dann lasse ich nämlich die Finger vom Dünger, damit Sie es dann auch dann als Bio weiterverkaufen können. Ja, sehr gerne. Aber ich muss jetzt auch gleich los. Herr Dörrmann, ja, hallo. Dann machen Sie guten zuerst. Abend. Guten Tag. Hallo. Oh, hallo. Wie kann man Ihnen denn helfen? Ich habe es recht, ich bräuchte nur ungefähr 3200 Liter Dünger. 1200 Liter. Weil haben Sie Schlaganfall? Nee. Weil ich nicht, der Kolm bleibt mir den Kopf aufreißen. Also, ja, nee, das ist kein Problem. Herr Bichler. Ja? Setzen Sie sich bitte in das Fahrzeug und befüllen Sie das Fahrzeug bitte mit Dünger. Mach ich. Das ist ja nett. Was kriegen Sie dafür, dass ich direkt bei Ihnen Schulden hatte? Das kann ich Ihnen gleich sagen. Warten Sie, stellen eine Rechnung aus. Oh, das ist eine Idee. Das ist, warten Sie auf eine neue Rechnung. Ich hasse die neumodischen Tablets. Das ist, also passen Sie auf Dünger, haben Sie gesagt. Genau. Dann wären wir das. 3200 Liter, haben Sie gesagt. Genau, das ist das maximale Fassungsvermögen vom Streuer. Na, passen Sie auf. Dann machen wir. Nee. Dann machen wir. Ja, nee, das auch nicht. Das ist kein Problem. Ja, nee, das ist. Nee, das ist nicht der Neumutscher Pfeffer. Ja, ja. Das ist immer noch. Nee, passen Sie. Jetzt wird ein Schuh drauf. Ja, jetzt wird ein Schuh drauf. Passen Sie auf. Das ist überhaupt kein Problem. Und an welchen Hof soll ich Ihnen denn das ausstellen? Der wird geführt unter Weingut. Ach, der Weingut-Hof. Genau. Stimmt, das habe ich im Anzeiger gelesen. Wissen Sie, ich stelle Ihnen mal die Rechnung aus, bleibt auf 3000 Euro. Oh, das ist ein Schnapper bei Ihnen. Ist ja, das wäre schon. Gut und günstig kommt zugleich. Das ist ja super. So sehen Sie, da kommt doch schon der Schlepper wieder. Herr Bischler, hat alles funktioniert. Ja. Ja, 3200 Liter auf den Punkt, genau. Geld müsste angekommen sein, wenn ich es richtig sehe bei mir auf dem Konto. Nee, ist gut. Hier ist ein grüner Haken da. Ich glaube, das ist ja. Oh, sehr gut, sehr gut. Okay, Liebe, ich mache noch weiter. Herr Dörrmeier, ganz lieb, dass es so schnell und einfach ging bei Ihnen und auch für so einen guten Kurs. Ja, kein Problem. Immer wieder. Ich komme bestimmt noch öfters bei Ihnen jetzt vorbei. Saat gebräucht demnächst auch. Herr Rothwild, Sie müssen sich immer merken: gut rinnt, wenn der Bauer gewinnt. Das ist ein Wort. Herr Kornleiten, wir telefonieren, sobald ich dann Ihre Ernte fertig habe, dann können wir kurz quatschen wegen Ertrag und so weiter. Ja, sehr gerne. Alles klar, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss. Wiedersehen. So. Gut. Ich brauche Bio-Saatgut, 10.000 Liter. Bio-Saatgut, 10.000 Liter. Auf die Rechnung von dem Hof Linding. Von dem Hof Linding. Gut, ja. Herr Bischler, machen Sie einmal bitte den Anhänger voll mit Saatgut, 10.000. Mache ich. Aber Bio, ne? Ja, natürlich, natürlich. Okay. Wir haben nur Bio, so wollen Sie. Haben Sie Aufkleber mit? Ja. Warte, ganz kurz. Ja? Lass mal kurz die Tür auf. Lass wieder mal. Ja, so. Ach, hier, bitteschön. So, danke schön, so wollen Sie.
Halten Sie mal kurz dieses kleine Etui. Ja. Das klappen wir jetzt mal, nicht erschrecken. Genau, Stempel, Herr Well. Drehen Sie sich mal kurz rum, ich brauche eine glatte Unterlage. Ach so, ja. Ja, Stempel drauf. Aua. Sehen Sie hier, zertifiziertes Bio-Saatgut durch Josef Dormeier. Ja, passt. Wenn Bio ist, wenn Bio draufsteht, ist auch Bio drin. Naja, überall, wo Dormeier drin ist, ist Bio. Das ist gut zu wissen. Ja, jetzt müssen wir uns aber unterhalten. Wie ist denn das jetzt wegen dem Geld? Achso, ja, das müsste der Linding bezahlen. Der Linding müsste das bezahlen. Der Linding. Vielleicht rufen Sie ihn an oder so, wenn ich hier wieder wegfahre. Da brauchen wir gar kein Dings dazu machen. Das machen wir 9.000 Euro. Obwohl, nee, warten Sie mal. Das ist nicht. Wir wollen ja Bio, haben wir gesagt. Ja. Genau. Da sind das nämlich 11.000 Euro. Oh, okay. So. Und das Ganze geht an den Hof Linding, haben Sie gesagt. Ja. Aber er ist ausgewählt und die Rechnung habe ich übermittelt. Ja, super. Falls da Fragen bestehen, sagen Sie ganz einfach, zeigen Sie den Aufklärer, so werden Sie, kommen Sie mit. Ja. Da. Wo können wir das? Ach ja, hier. So. Können Sie mal kurz das Kleidzeug abmachen, bitte? Ach so, ja, gib mal her. Ja. Warte. So. Ich habe leider keine Fingernägel. So, ja, so, hier. Okay, wunderbar. So, Hänger erstmal. Erstmal sauber machen. Okay. Wunderbar. Zertifiziertes Bio. Jetzt ist der Hänger auch Bio. Ja, wunderbar. Und das passt doch. Und Herr Kurz. Herr Kurz, darf ich doch sagen. Ne? Ja, ja, klar. Das ist schön. Wir wollen aber nicht zusammen sein, Geisten. Nee, aber kannst du trotzdem sagen, das passt. Das ist gut. Passen Sie auf, bei der Bio-Sache. Ja. Herr Bichler? Ja? Gehen Sie mal kurz eine Runde im Traktor. Okay. Passen Sie auf, bei der Bio-Sache, ne? Ja. Müssen Sie das Große und Ganze sehen. Okay. Das darf keiner wissen. Ich verstehe. Gut. Okay. Sie kriegen dann von den 11.000, eigentlich sind es ja 12.000, kommen Sie mal vorbei, da kriegen Sie noch 1.000er. Alles klar. Ne? Gut. Unterstütze junge Landwirte. Oh, das ist aber schön. Ne, gut, weiß ich Bescheid. Alles klar, kein Problem. Alles klar, vielen lieben Dank. Ja, Wiedersehen. Jo, bis dann, tschüss. Ciao. Ich glaube, er wird böse. Boah, das war gemein, so ein böses, hinterhältiges Lachen. Boah. Wenn ich sowas kann, ist ja wunderbar. So. Jetzt geht's wieder zurück. Mit dem Saatgut. Da wohl sehr böse wird. Aber dann sieht er mal, was für eine gute Früchte er da rausbekommt, wenn der Bio drauf ist. Rein ist. Ihr wisst, was ich meine. Gucken hier. Wo war denn das? Nein, jetzt muss ich hier durch den Wald fahren. Mache ich die ganzen Blumen kaputt. So.
So, dann wollen wir mal zurück und dann gleich gibt es wieder Kasala bestimmt. Aber echt wieder dunkel hier, der LS, ey, der ist so arschdunkel. Da hätte ich weiter vorgemusst. Spannend. Er hat gesagt, hier hinten irgendwo hinkippen. Auf seinen großen Platz wahrscheinlich hier, ne? Oh Gott, fein! Hallo! Hast du eine Ladung? Ja! Ich hab schon Angst gehabt, dass du ja verschollen bist. Nö. Du hast eine Rechnung! Ich hab eine Rechnung? Ja, guck ich gleich mal. Irgendwas mit 11.000. Alles klar. Aber was hast du denn ja Feines gebracht, ja? Ja, was ist das? Gibt's Probleme, Chef? Was ist denn das? Saatgut. Saatgut? Ja. Also ich sehe, dass das Saatgut ist, aber das, wenn ich das so anfasse, ja, und ich riech, das riecht so komisch, das fühlt sich auch ganz anders an, was sind das, das ist doch kein normales Saatgut. Das Bio-Saatgut. Bio-Saatgut. Ja. Und da hat es jetzt mehr gekostet, oder was? Ja. Wie viel mehr? Weiß ich nicht. Einer hat für 13, ne, für... 13.000 oder 3.000 Liter? 3.000 bezahlt. Ich habe für 10.000 11.000 bezahlt. Du hast, also einer hat für 10.000 Liter 3.000 bezahlt? Ja. Und du hast für 10.000 Liter 11.000 bezahlt? Ja. Du willst mich verarschen. Ist aber Bio. Ich hole jetzt auch noch das Bio-Dünger. Nee, Gott. Das Ganze Hä? Aber abschminken. Warum? Also wenn der Dünger wieder so teuer ist, ja. Junge, ich muss ja auch rechnen. Aber das Bio. Bio. Ja. Für Qualität muss man zahlen, mein ja, Freund. Ja, komm, dann kauf die Scheiße. Aber ich sag dir, wenn das auf dem Feld nicht besser geht als das andere. Ja, sicher, ja, du musst dann, da. Dann reden wir nochmal ernst das Wort. Pass auf, ich erkläre dir da mal. Ja. Da darfst du jetzt auch. Lass mich mal erst ausreden, bevor du meckerst. Guck mal, wenn du Biodünger nimmst, das ist ja organischer Dünger. Und wenn du den. Kleiner Spaß, Kurt. Wenn du den den Dünger auf die Felder ausbringst, ja, ist das ja nicht nur gut für die Pflanze, sondern auch für die Mikroorganismen im Boden. Ja. Weil die haben ja auch gleichzeitig was zu essen. Wegen Natur, ne? Alles gut. Wie gesagt, kurz von mir aus, dann macht das jetzt so. Aber wenn der Dünger jetzt irgendwie 30.000 kostet, na, ich sag dir, dich findet man nicht wieder. Ich kenne Ecken hier in der Stadt. Verspreche ich dir. Aber ich weiß nicht, wie teuer das ist. Ja, ich sag's bloß. Also, wie teuer darf's denn sein? Ja, also von mir, also wenn es nochmal 11.000 sind oder sowas, 12.000, können wir drüber reden. Aber wenn das jetzt ja 20.000 ist, dann muss ich dir leider sagen, Kurt, dann kannst du leider nicht das Bio-Zeugs kaufen. Okay, aber guck dir das mal an. Ah, das riecht nach Natur, mein Freund. Das, ja, riecht, das riecht nach Scheiße. So, das habe ich jetzt mal überhört. Los, aber wohl? Nö,
Bio ist ja scheiße. Ist alles ja, gut, alles gut. Beeil dich, du hast neue Aufgaben eine schon wieder. Es geht weiter. Ach so, ja kann gut. Kann ja nicht so lange warten. Ja, ich hol Dünger. Bis gleich. Ja, gib Gas. Wie zieht der später, der Traktor, oder meine ich das nur? Sieht ganz komisch, finde ich. Naja. Wird schon klappen. Ich dachte schon, ich fahre falsch. Alles gut. Ich dachte, ich fahre falsch. So. Oh, fast ein Rehkit überfahren. Oder vielleicht sogar überfahren, ich weiß es nicht. Ist ja aber traurig, das wollte ich nicht. Rehkits, so heißen die. Habe ich gesagt? Rehkit? Rehkit. Hallo? Wollen Sie mal bitte? Ja, hallo? Ja. Herr Kolmleitner, Sie können mir gerade richtig. Ja, hallo? Brauchen wir Ihre Hilfe. Okay. Oh, ich mache mal das Licht hier aus, das blendet ein bisschen. Moment. Köppeln Sie mal bitte Ihren Anhänger ab. Okay. Oh. Da muss Moment ab, mal kurz. Da muss hallo? Aber noch Biodünger rein. Hallo? Ja, die war der Kunde, ne? Ja, hallo, was kommen Sie denn so nah? Entschuldigung, aber... Wissen Sie das? Ihr riecht ja nach Frittenfett. Ja. Oh, das ist der richtige Geruch hier. Oh, ja, richtig schön, leider. Ja, warten Sie, bleiben ja, ja, bleiben fahr rein. Bleiben Sie. Fahr, Herr runter. Fahr rein, die Dreckschleuder. Halt, stopp. Halt, stopp. Herr Kolmleitner. Hört ihr auf, was ja. Sie sagen? Holen Sie mal bitte Ihr Fahrzeug her. Ja. Mein Fahrzeug herholen? Ja, bitte. Den John Deere? Ja, bitte. Okay. Ja. Gut, Herr Bischler, Sie können erst Herr Dormeyer, Sie sind ein Psychopath. Das Nein. Will ich Ihnen mal sagen. Was soll denn das? Kommen Sie wegen mal her, ein paar Strohballen. Kommen Sie mal her. Herr Kolmleitner, fahren Sie langsam drauf zu. Kommen Sie her. Kurt? Kommen Sie ein Stück schneller weiter. Ein bisschen, ja. Ich habe mir doch gar nichts... Warum? Das ist mein Moment, Kurt. Noch ein Stück. Kommen Sie ruhig aber, rein. Aber warum? Sie kriegen auch was umsonst. Jetzt kommen Sie rein. Oh, ja, nee, aber warten Sie, wenn wir das da reintun, der ganze Dreck ist dann im Kompost drin. Das verunreinigt ja, doch alles. Und das Sie Öl, was hier rausfließt, das ganze Benzin Sie auf dem Boden. Da, nein, nein. Das sollen nein. Sie sich nur mal da vorstellen. Nein, da meine ich mit. Gott, da ist ganz viel Öl drin. Ja, Öl dann und, gar nicht. Und richtig altes das, Benzin noch. Das macht die Umwelt ja. Kaputt. Das geht nicht. Rennen, halt den Schlüssel stecken. Rennen. Was? Was? Wow!
Hallo, das ist nicht meiner. Das ist nicht meiner. Hallo? Ich wollte schon sagen. Jetzt fahr langsam drauf zu. Oh mein Gott. Warum? Warum? Ganz langsam. Nein, 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 ihr macht die Umwelt kaputt. Ich kette mich hier an. Keine Umweltverschmutzung, keine Umweltverschmutzung. Passen Sie auf, Herr Rosenberg. Was soll das denn? Das reicht so. Das passt. Bleib stehen. So, Herr Rosenberg. Wenn Sie die Beine jetzt nicht akkurat sofort stapeln, schieben wir das Moped dort rein. Psychopath! Wo ist der Stapler? Ja, kommen Sie mit. Jetzt bleib erst das Ding stehen, hör auf damit! Ein Stückchen noch vorher, ja, ich hab das Red Bull heute getrennt. Ja? Ja. Wo ist der Stapler? Hier ist der Stapler. Ja, gut, ich stapel die Beine und dann melde ich mich zurück, ja? Aber ich komme mit hin, ich muss Ihnen das erklären. Ja, wunderbar. Sehr schön, hier kommt nämlich schon die Lieferung. Sehr schön, kommen Sie mit. Ist das Biostroh? Das ist wundervoll. Was denn für eine Lieferung? Das ist wundervolles Biostroh. Ist das von dem Herr Bergmann? Ja. Servus, Josef. Hallo, Michael. Hallo. Servus. Ja, Achtung, Herr Rosenberg. Warten Sie, ich muss einmal umlenken. Fahr gleich mal rein hier. Hat er so ein Ding schon mal gefahren? So, Moment, ja, so. Sie wollen die Pyramide. Bleiben Sie stehen, Herr Rosenberg, warten Sie bitte. Ja. Fahren Sie noch mal ein Stück zurück. Ja. Jetzt bitte die Augen nach links. Das können Sie vergessen. Dankeschön. Das können Sie vergessen. Denken Sie an Ihr Moped. Ich mache nicht den Hiwi für Sie. Wow. Kann ich bitte 10.000 Liter Biodünger haben? Natürlich, Herr Kommler. Herr Bichler, Sie können befüllen. Mann. Was? Herr Bichler. Ja, mach ich. Dankeschön. Das muss der richtig gute Biodünger sein. Der muss über 30.000 kosten. Die 10.000. Purer Biodünger. Gut. Dann kriegen wir hin. Mein Gott. Herr Bichler macht dann noch gleich die Abrechnung. Profis. Ja. Gut, ja. Dann gehe ich mal zu Herrn Bichler und lass euch mal hier Stroh abladen. Ne? Bis später. Genau. So. Herr Bichler. Ja. Das muss das gute Dünger, Biodünger sein, ne? Das ist das Beste, was wir haben. Gut. Wie teuer ist da die 10.000 Liter? Klär ich gleich nochmal mit dem Chef ab. Ich habe auch die Preise gar nicht. Ja, das muss das richtig Gute sein. Am besten, wenn das richtig allerbeste Premium-Qualitäts-Biodünger nimmst, was so 30.000 kostet, die 10.000 Liter. Das wäre super. Ja, das kriegen wir hin. Okay. So, sieht ja alles an. So. Wo ist denn der hin? Ah, da hin. So. Hallo. Fertig oder was? Ja, natürlich. Gut. Also das ist auch das Beste. Also ich habe nachgeguckt, das beste Bio, was wir haben. Gut. Geht wieder auf die Rechnung von Herrn Linding, Martin Linding. Ja. Ich kann dann ja schon mal los. Die Rechnung könnt ihr ja nachher schreiben, oder? Die mache ich fertig, ja. Alles klar, danke. Bitte. Tschüss. Tschüss. Nee, dann kommen wir es mal zurück. Okay. Ja? Ja, moin, ich bin's, Kurt, hallo. Ja, was hast du denn, Kurt? Ich hab alles geholt, was du wolltest. Ja. Also habe ich schon wieder eine Rechnung jetzt, meinst du? Die kommt bestimmt gleich. Die ist so Hochbetrieb. Hier alle, ich hab das Gefühl, die ganze Stadt ist hier. Ich habe da gute Biodünger gekauft, der Beste, was die hier hatten und auch das Teuerste.
Auch das teuerste? Ja, ja. Ja, und was hat der Spaß jetzt gekostet, die 10.000 Liter? Weiß ich nicht, irgendwas so rund um die 40.000 Dollar. Euro. Wie viel? 40.000. Nee. Doch. Das meinst du jetzt nicht ernst, oder? Irgendwie sowas. Also ich sag dir eins, wenn du hier ankommst und die Rechnung kommt und die kostet, und da will wirklich 40.000 haben für 10.000 Liter. Ja. Dann fahren wir gemeinschaftlich zurück zu dem Landhandel und dann kannst du dem das erklären und dem die Rechnung bezahlen. Warum, wie soll ich Ihnen das denn erklären? Ich habe gesagt, ich will Ich bezahle doch keine 40.000 für 10.000 Liter super uber duper Bio-Dinger-Scheißdreck. Ja, warum denn nicht? Junge, ich muss auch von was leben. Was denkst du, wo dein Lohn herkommt und wo der Lohn von den anderen herkommt? Ja, aber denk doch mal drüber nach, wenn du die Produkte verkaufst. Da kannst du Bio verkaufen, das ist der vierfache Wert dann. Das bringt mir da aber jetzt im Moment nichts. Ja doch. Nee. Warum nicht? Du denkst auch, dass ich irgendwie die Geldscheiße habe, oder? Ich habe erst einen neuen Stall gebaut, ich habe mir neue Maschinen gekauft. Denkst du, ich bin hier Mr. Reich? Ich bin hier, weißt du, ich bin reich oder was? Soll ich jetzt über den Hof rennen? Ich bin reich und ich scheiß auf alles oder was? Ja, wäre nicht schlecht. Ja, das hättest du gerne. Ich dachte, du wärst reich. Wer hier seine Maschinen so aufpöpelt, habe ich gedacht, der hätte Geld. Nee, das mache ich, weil ich kein Geld habe. Weil ich dadurch weniger Wartungskosten habe. Mein Guter. Hä? Wenn du den Motor aufbohrst? Wenn die Sachen nicht eingebaut sind, weißt du, dann können die ja auch nicht repariert werden und auch nicht kaputt gehen. Okay, warum? Verstehst du? Nee. Ja, das dachte ich mir. Komm erst mal zum Hof. Ich bin schon gleich da. Ja, und dann kriegst du gleich eine neue Aufgabe von mir. Hey. Soll ich das? Eine, die dir bestimmt gefällt. Ich soll doch bestimmt daneben schmeißen, wo ich es vorhin hingeschmissen habe, ne? Nee, lass das mal im Anhänger, bitte. Sicher? Ich will erst wissen, was das kostet. Bevor das auf meinem Hof liegt. Ja, einfach den Anhänger hinten hinstellen. Achtung, da steht ein Traktor noch am Rand, ne? Also hier auskippen? Nein, nicht auskippen, Kurt. Hier nicht auskippen? Nicht auskippen. Wo lass denn? Das bitte auf den Anhänger. Wo denn auskippen? Nirgendwo. Lass das bitte drauf erstmal. Okay. Machen wir später. Ja. So. Gut. Oh. Du. Ja, da freuen wir uns, ne? Ja. Bio-Saatgut, Bio-Dünger, ich bin zufrieden. Ja, dann hast du jetzt direkt eine schöne neue Aufgabe. Ja, okay, und kannst was? Du kannst das sogar aussuchen, Kurt. Oh. Ja. Entweder du nimmst jetzt den Beinanhänger und deinen Traktor und Frontlader und das Strohballen laden. Oder, was dir bestimmt noch besser gefällt, du nimmst meinen großen 8R und nimmst die Giftspritze und fährst aufs Feld 116 und tust Unkraut spritzen. Also da muss ich erstmal aufs Klo. Ja, dann geh aufs Klo. Okay. Ja, Andi. Oh, jetzt sind ja alle hier, was ist denn los hier? Ja, fertig da oben erstmal. Ich habe alles soweit gepresst, was zu pressen war. Jetzt fehlt eigentlich nur der Lohner wieder da oben. Hallo meine Bio-Freunde, die Tür geht nicht auf. Die Tür geht nicht auf? Nee, machst du mir die auf? Ja, macht mal eine auf, bitte. Frank, mach mal ihm die Tür auf, dass er mal pinkeln kann. Ich mache im Kuhstall. Ja, wird aber nicht zu Bio, oder? Der ganze Hof wird noch Bio, wenn ich hier fertig bin. Wo wohnt Schön. Der eigentlich? Ach, hier. So, aber meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei. Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.